Finger auf Torben Wosig. Wir sind schon im zweiten Satz dieser Partie. Zweier Freunde, das muss man so sagen, denn beide spielen ja in der Nationalmannschaft zusammen. Und Zoltán Fejér-Konát stand in den letzten Jahren auch in Bad Honnef unter Vertrag, bevor er dann nach Gönnern wechselte. Im ersten Durchgang, da konnte übrigens Fejér-Konát 5 Satzbälle nicht nutzen. Auch Wosig vergab dann in der Verlängerung eine Chance. 23-21 dann am Ende für Fejér-Konát, der auch jetzt wieder vorn liegt. Hat sich sehr gut entwickelt in Gönnern unter Helmut Hampel, dem Cheftrainer. Ist vor allem ein bisschen beständiger geworden und er hat eine wirklich respektable Vorhand aufzuweisen. Das war gerade eben ein Beweis. Fejér-Konát, großer Leistungssprung von ihm in den letzten Monaten. Hat internationale Erfahrung gesammelt, war auch dabei bei diesem Triumph in der Europa-Liga, spielte da mit Timo Boll im Doppel, war auch in Malaysia dabei bei der Weltmeisterschaft. Genau wie Torben Wosig auch. Also das sind vielversprechende Perspektiven für Fejér-Konát, der ja noch 5 Jahre jünger ist als sein Gegner. Torben Wosig steht immer in der Halbdistanz, versucht mit sicherem Block den Gegner zu kontrollieren und ihn dann auch mal auszuplatzieren. Hier gelang das ihm ganz gut. Fehler von Fejér-Konát. Torben Wosig, der Tischtennisspieler des Jahres 99 mit dem Spitznamen Turbo. Zweimal deutscher Meister geworden in diesem Jahr, im Doppel und im Mixed, aber er war trotzdem ein bisschen enttäuscht. Denn im Einzel, da gab es gleich den K.O. in Runde 1 gegen den Außenseiter Markus Teichert aus Plüderhausen. Damit konnte niemand rechnen, aber Wosig sagt es selbst. Ich habe so viel gespielt in den letzten Monaten, ich bin einfach ein bisschen platt, ein bisschen müde. Und da gibt es dann auch immer wieder mal solche überraschenden Niederlagen. Aber klar, im Duell von zwei Nationalspielern, da wollte er es natürlich noch einmal wissen. Gegen Fejér-Konát verlor er das Hinspiel mit 1:2 Sätzen. Revanche war angesagt. Torben Wosig jetzt doch relativ sicher beim eigenen Aufschlag. Das war längst nicht immer so in dieser Begegnung. Aber klar, wenn man dann am Ende vor allem seinen Aufschlag stabilisieren kann, dann ist das fast schon entscheidend bei einem Vergleich zweier so ausgeglichener Spieler. Wunderbarer Schlusspunkt des zweiten Satzes. Torben Wosig gewinnt mit 21:17 und die Fortsetzung von Wosig gegen Fejér-Konát, die gibt's gleich. Wir sind zurück beim Spiel der Tischtennis-Bundesliga Bad Honnef gegen Gönnern und wir sind zurück bei der Partie zwischen Torben Wosig und Zoltán Fejér-Konát. 1:1 der Stand nach 2 Sätzen. Nicht aufhören zu spielen. Erster Ball, Topspin auf Tisch, dann blockt er nur. Du musst in den Ball gehen, bereit sein, weiterzuspielen. Ja, war 3, 4, 5 Mal so, du machst den ersten Ball Topspin, er blockt den Ball nur zurück und du gehst nicht in den Ball, machst einen einfachen Fehler. Das ist das Wichtigste, ja? Bleib tief, ziemlich tief zu bleiben mit dem Ball. Erster Ball, Topspin, zweiter Ball nachgehen, bereit sein, weiterzuspielen. Noch mehr Engagement fordert da Coach Richard Brause vom Kollegen Zoltán Fejér-Konát. Richard Brause als Coach, das wird es in Zukunft ja häufiger geben. Er ist schon jetzt Assistent des Männerbundestrainers Dirk Schimmelpfennig. Hinein also in den dritten Satz, in dem Wosig besser startete. Er führte 8:4, 13:8 und in dieser Schlussphase weiter ein deutlicher Vorsprung für den 26-jährigen Honnefer.
Ah, das sind natürlich wunderbare Ballwechsel und da sieht man, dass der Deutsche Tischtennisbund doch ein paar mehr Namen aufzuweisen hat als nur Roskopf, Fetzner und Boll. Wosik auch hier mit einem sensationellen Ball ist sicher einer der ganz zuverlässigen Punktesammler auch bei internationalen Meisterschaften. Und er zeigt, warum. Auch in kritischen Situationen kann er sein Spiel abrufen. Völlig überrascht Zoltán Fejér-Konner. Das war ein Ball, der frenetisch gefeiert wurde in der Halle. Aber Fejér-Konner gab sich natürlich noch nicht geschlagen. Er hatte vor 2-3 Jahren ja mal den Ruf eines schlamperten Genies mit großem Talent, aber mit wenig Neigung auch zu systematischem Training. Das ist anders geworden, der 21-Jährige. Er unterzieht sich klaglos dem bekannt intensiven Training bei Helmut Hampel in Gönnern. Und auch die Einstellung ist professioneller geworden. Die jüngsten Erfolge, die haben Fejér-Konner dafür belohnt. Allerdings immer noch 3 Punkte Vorsprung für seinen Gegner, für Torben Wosik. Zu 19 also der Rückstand, aber jetzt wieder der Aufschlag bei Fejér-Konner. Es war in diesem dritten Satz ein Spiel auf hohem Niveau, dieses Match zwischen den Ex-Club-Kameraden Torben Wosik und Zoltán Fejér-Konner. Über 50 Plätze trennen diese beiden auf der Weltrangliste, aber man sieht es auch in diesem Match, das hat wenig zu bedeuten bei direkten Vergleichen, da geht es oft ganz, ganz eng zu, auch wenn der eine auf Position 94 und der andere auf 42 steht. Erster Matchball für Torben Wosik. Und da ist das Ende, da ist der Sieg für Torben Wosik und er verhindert die Totalpleite seiner Mannschaft. Es war nämlich der allererste Punkt in dieser Bundesliga-Begegnung. Also damit gab es auch Revanche für Torben Wosik. Er hat also die Hinspiel-Niederlage gegen Zoltán Fejér-Konner wettgemacht. Aber nicht ganz so gut lief es für den Kollegen, für Cheng Hongyu. Der war im Parallelspiel chancenlos gegen den starken Japaner Toshio Tasaki. Weiter geht's mit Harald Schult und mit Interviewgästen. Torben Wosik und Zoltán Fejér-Konner. Zwei deutsche Nationalspieler hat man selten in der Bundesliga gemeinsam am Tisch. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Europa-Liga gewonnen gegen Österreich. Und es geht immer weiter, immer weiter. Keine 3 Wochen Karibikurlaub. Torben Wosik, was macht der Akku? Total leer. Ich denke mal in der gesamten Nationalmannschaft, man sieht es beim Solli, man sieht es beim Timo, bei mir auch. Der eine oder andere, der Solli, hat bei der Deutschen Meisterschaft noch sehr gut gespielt. Ich habe in der Europa-Liga sehr gut gespielt, Timo auch. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Wir haben die Europameisterschaft noch nächsten Monat und ich hoffe, dass wir bis dahin einigermaßen fit wieder werden. Weil unser Ziel ist, da eine Medaille zu holen. Ja, aber gegen Zoltán scheint es dann doch immer wieder ein besonderes Spiel zu sein. In der Hinrunde hat Zoltán gewonnen, jetzt haben Sie gewonnen. Also ihr habt 4 Jahre zusammen im Verein gespielt, natürlich auch Nationalmannschaft. Ist kein Spiel wie jedes andere. Ich glaube, das hat man gesehen. Ja, sicherlich, aber nicht so, weil irgendwie besondere Emotionen drin sind. Er kennt mich sehr gut, ich kenne ihn sehr gut. Vom System, glaube ich,
spielt er gerne gegen mich. Ich wusste, dass ich auf seine harten Schläge nur mit Reflexen was machen konnte. Das ist mir dann geglückt. Allerdings war das Spiel bei 0-1 und ich glaube 0-7 schon verloren. Solli ist ein bisschen unkonzentriert geworden und im dritten Satz habe ich dann halt sehr gut gespielt. Aber Soltan hat die Nase vorne gehabt bei den deutschen Meisterschaften, Torben abgelöst. Soltan, ist das jetzt was anderes, nicht mehr in der Rolle des Jägers zu sein, sondern plötzlich Gejagter? Und jeder will es in der Bundesliga gegen Soltan Feja-Konrad wissen? Ja, ist natürlich schön, wenn man deutscher Meister ist und auch wenn man in der Bundesliga gut spielt, dann zu wissen, dass die Gegner auch sehr motiviert sind gegen einen. Und ich schätze mal, dass die auch ein bisschen Respekt auch gegen mich jetzt haben. Aber ja. Also für Sie selber hat sich der Druck nicht erhöht? So doch schon, natürlich. Subjektiv? Natürlich. Also bis jetzt haben sie mich nicht so ernst genommen. Aber jetzt sehen sie, dass ich auch ganz gut spielen kann. Deshalb habe ich auch international bewiesen, auch national. Und das ist jetzt ganz gut. Ja, Torben hat es nochmal spannend gemacht gegen Gönnen. Aber ich glaube, die Punkte so gegen Gönnen muss man nicht unbedingt holen. Für euch sind die Spiele wichtiger wie gegen Höngen zum Beispiel oder Jülich oder auch Würzburg. Die kommen noch. Da müsst ihr punkten. Ich denke mal, wenn wir am Sonntag gegen Höngen, das ist das entscheidende Spiel für uns. Wenn wir das gewinnen oder einen Punkt holen, dann haben wir unser Ziel erreicht, die Playoff-Runde. Und dann muss man gucken. Ich gehe davon aus, dass Gönnern die Tabellenspitze behalten wird bis zum Ende der Saison. Und wir dann gegen den Tabellendritten spielen würden. Wer das ist, das kann Düsseldorf, Ochsenhausen oder Grenzau sein. Kann man sich nicht aussuchen. Soltan, ist das heute so ein bisschen Familienzusammenführung? Ich habe gesehen, Ihre Frau Jacqueline ist auch da mit dem Kleinen. Justin, glaube ich, heißt er, ja? Sie ist in Bad Honnef, sie kommt aus Bad Honnef, Ihre Frau, ne? Ja, sie ist hier geboren, sie ist hier auf der Schule gegangen, so wie ich auch. Da haben wir uns auch kennengelernt. Es ist natürlich schön, hier in Bad Honnef zu spielen, wenn man selber so lange hier gespielt hat. Es motiviert auch einen, aber wenn man natürlich auch leider so knapp verloren hat, ist ein bisschen schade. Werden da noch ein, zwei Tage drangehängt jetzt hier in Bad Honnef, bevor es dann zurückgeht? Ja, natürlich. Also ich habe jetzt Samstag, Sonntag frei, also wir werden schon mit dem Bad Honnefern was unternehmen. Und dann mal sehen. Torben Wosig, was macht das Schwabenland? Frickenhausen? Ja, ich bin in Verhandlung mit Metabo Frickenhausen. Es wird erzählt, dass ich unterschrieben habe. Das ist noch nicht so. Wir sind sehr weit, aber ich denke mal, zwei Wochen sollte man noch warten. Vielen Dank. Das ist Bad